Jetzt bitte ich um einen ganz besonderen Applaus, denn wir haben Gast aus Bremerhaven. Die Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Lücker. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Man hört auch, dass Sie mitsingen, wenn das Ganze hat so ein bisschen einen maritimen Unterton. Naja, wir kommen ja etwas näher vom Meer als die Bremer. Und ich halte es für eine Selbstverständlichkeit, hierher zu kommen. Denn wir sind ein Land, zwei Städte und wir haben ganz viel miteinander zu tun. Und in dem Lied, das ich da jetzt auch kenne, steht ja immer, dass wir die kleine Schwester sind. Also die kleine Schwester bin ich dann gerne, wenn wir Unterstützung brauchen. Aber erwachsene Schwester bin ich auch gerne, denn einiges möchten wir auch ganz gerne mit der Stadt Bremen zusammen wuppen. Und wir sind natürlich ganz stolz, dass wir damals gegründet worden sind. Dieser Hafen ist für Bremen sehr wichtig gewesen, weil es Handel ermöglicht hat. Aber wir haben auch ein Auswanderergesetz beschlossen damals, als viele Menschen aus Deutschland fliehen mussten. Und ich finde, das ist so ein Teil unserer eigenen Geschichte. Ich freue mich, dass in diesen Liederreihen wir bedacht worden sind. Freue mich, heute hier zu sein und mit den drei Herren zusammen gemeinsam zu singen. Und mit euch, liebe Kinder, denkt daran, auch Bremerhaven ist ein Schulausflug wert. In diesem Sinne wollen wir das Lied gemeinsam singen. Vielen Dank, wir kommen gerne nach Bremerhaven. Toll, dass ihr sie wieder gefunden habt. Mit dem gemeinsamen Bumm fangen wir jetzt an. Wir singen gemeinsam Bremerhaven. Deine Schwester. Dankeschön.